Yo, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Kingdoms and Castles. Ich habe ein bisschen rausgescrollt, ihr seht unsere schöne Stadt, die immer größer wird. Ziel für dieses Part wird es sein, noch ein paar Häuser hier hinzubauen, uns vielleicht hier noch ein bisschen vergrößern, noch mehr Häuser zu bauen, hier ein paar Häuser hinzubauen. Schmiede, um Tools zu bekommen, damit wir hier über Industry diesen Stein hier wegmachen können. Oder besser gesagt, erst diesen Stein hier oben wegmachen können. Damit wir mehr Stein sammeln können. Wenn wir mehr Häuser bauen, brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Nahrung. Deswegen müssen wir da auch nochmal gucken dann. Und ansonsten bauen wir hier schon mal eine Straße. Und ich würde sagen, weiter geht's. Vielleicht bauen wir hier auch noch eine Stockpile hin, dass sie das Holz nicht so weit tragen müssen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Das ist, glaube ich, so eine sehr gute Idee. Und wir wollten es noch ein bisschen mit Brunnen connecten. Da hinten kriegt nichts ab. Dann brauchen wir jetzt 10 Steine. Nice! Brauchen unbedingt Steine, haut den nochmal weg. Brunnen sind wichtig, Freunde. Sehr wichtig. Holen wir 10 Steine. Damit alles schön gelöscht werden kann, wenn es anfängt zu brennen. Oh nein! Alles klar. Jetzt müssen wir langsam anfangen mit Charcoal. Vorher kann ich auch keine Tools bauen. Wie ich gerade entdeckt habe. Ich Idiot. Ne, wir müssen da ran hier. Dreimal Charcoal müsste ja nicht reichen. Man hat ja direkt hier rein. Und Charcoal keine Tools. Wie ich gerade wieder festgestellt habe, ich Idiot. Charcoal wird aus Holz gemacht. Holz haben wir gerade ein bisschen viel. Das ist sehr gut, weil Holz brauchen wir halt immer. Wie schon gesagt, Holz ist Mangelware in diesem Spiel. Hier unten haben wir noch ein bisschen Holz. Das können die erstmal wegholzen. Hier steht ja hier ganz alleine, das arme Holz. Weg damit. Immer mir geben. Ich nehme das gerne. Den können wir auch schon mal wegmachen. Da können wir schon mal freilassen. Ja, ich weiß. Mensch, ich sehe das doch auch, Junge. So, hier ist die Stockpile gleich fertig. Nutzt dann jetzt, dann können die ihr Holz auch darin lagern. Ja, da kommt alles rein. Alles bis auf Holz. Das Holz soll da hinten rein.
Essen. Können wir schon? Nein, wir können noch keine Mühlen bauen. Das wäre auch zu viel verlangt. Was machen wir denn jetzt, Leute? Stein sparen. Stein sparen für eine Treasure Room, damit wir später diesen Rock Removal bauen können. Das ist eine gute Idee. Machen wir später noch einen Schmied für noch mehr Tools. Kannst du denn jetzt arbeiten? Macht ihr denn jetzt Arbeit? Nee. Euch. Auch nicht genug Worker. Auch nicht genug Worker. Freut mich. Haben sie einen schönen Platz für Nahrung verschwenden. Na egal. Die hacken jetzt Holz weg, okay. Okay. So. Hören wir mal, was von dem Holz können wir denn hier wegholzen? Die kommt wieder in die Quere, ist echt cool. Sehr schön. Alles, was auf einer Höhe von hier ist. Das kann alles weg. Was hiermit? Alles auf einer Höhe von hier. Kann weg. Kann weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, Freunde, sehr schön. Bäume reduzieren auf das Mindeste. Das ist mein Motto. Bäume sperren den Weg. Immer noch kein Charcoal. Mann, ey. Kann ja wohl nicht angehen. Brauchen die eigentlich Stein, die Häuser hier? Jo. Aber ich brauche jetzt Taxis. Ich muss einnehmen. Sachen einnehmen. Geld einnehmen, damit ich Samen bauen kann. Und ich bräuchte mehr Lagerplatz. Das ist auch 30 Steine. Mann, das ist doch alles so ätzend. Warum ist das Leben so scheiße? So, Katzel, Treasure. Seht ihr, ihr habt sich meine Hauptcastle, das ist auch vergrößert, weil ich was von dem Castle-Ding gebaut habe. Great Hall und Barracks und diese Chamber of War würden das auch noch irgendwie optisch verändern, glaube ich. Weiß ich gar nicht so genau. Aber das brauche ich jetzt, um Gold einzunehmen. Denn ohne Gold kann ich die Rock Removal nicht bauen. Das ist so ein bisschen kaki. Und deswegen brauchen wir da was, was uns das Ganze ein bisschen Geld einbringt. Drücken wir es mal so aus. Kann man da noch irgendwas Cooles nebenbauen oder so? Food, Industry. Dann wollen wir später noch eine zweite nehmen. Fertig ist. Geldeintreiber spielen hier. So. Taverne brauchen wir noch nicht. Hier bauen wir gleich so ein Viererhaus hin und hier dann noch ein Zweier dran. Dann läuft das. Dann löbt das. Hier reißen wir dann später das Feld ab und gehen von hier an die Mine dran. Hier ein Vierer. Da ein Zweier. Von hier an die Mine ran. Und das auch. Okay.
Beschweren die sich ja nicht über irgendwas? Ja, die haben kein Charcoal. Alles klar, Freunde. Was mit euch? Charcoal? Immer noch nicht. Geil. Oh, doch. Hä? Achso, nee, das war die Mine. Wenn ihr jetzt endlich mal arbeiten? Ihr könnt endlich mal arbeiten. Geht doch. Freunde, geht doch. Aber jetzt holen sich jetzt die ganzen Bewohner Charcoal. Uncool, uncool, uncool. Dann mit 2 von 3 drinne. No wood available for making charcoal. Das halte ich für ein Gerücht, hier kommt noch wieder Holz rein. Dann kommt auch wieder alles rein. Ja, was soll ich dagegen tun? Warte, ich mach erstmal was jetzt hier. Da Charcoal aus, Industry, kleines Stockpile. Da kommt Charcoal rein. Nur Charcoal. Bin ich gewieft. Nice, zwei Tools haben wir schon mal. Wenn wir die Texas haben, dann geht's hier richtig rund. Jetzt schon wieder. What? Alter, das ist nicht deren Ernst. Alter. Okay, nutzen wir die Fläche, die wir hier haben. Noch ein Foodlager haben. Wir haben's ja. Die haben alles, was sie wollen. Nee, der will mich mit dem Holz ja wohl verarschen, oder? Hier ist doch genug Holz vorhanden. Los mit ihm. Das kostet nämlich auch 25 Gold. Das ist ein bisschen kacki. Erstmal da noch einen von hin. So, Texas eintreiben, 2 Gold. Bei 123 Leuten kann man das mal machen. Und dann noch einen zweiten daneben. Wer bringt das Holz dran? Wer bringt das Holz dran? Wer bringt das Holz dran? Holz dran, Holz dran. Da ist kein Holz mehr. Seid ihr hier schon fleißig? Nee. So aussieht nicht. Ja, ich habe gesagt, ich soll das weghacken. Was ist los mit euch? Nee, das sollten die weghacken. Stimmt. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Fertig? Sehr gut. Da will ich nichts anderes drin haben, außer Charcoal. Ach, Tools. 22 Gold. 30 Holz haben wir über. Noch nie so früh einen Schmied gebaut. Das ist eigentlich voll gut. Also kann ich halt da oben erstmal in die Stein rein, weil Stein brauche ich echt dringend. Und ich könnte dann noch hier schnell an das Stein ran. Nice. Wir können es abreißen, Ding da. Weg damit. So, jetzt machen wir folgendes. Wir gehen jetzt hier entlang. Machen hier uns so nochmal so ein Rechteck, Quadrat, was auch immer. Machen hier die beiden weg und gehen dann hier an den Stein ran. Vielleicht machen wir auch das erstmal weg und gehen noch an die Eisenmine ran. Für mehr Eisen. Oh, Eisen haben wir genug. Hier für den Stein. Vielleicht so dann das direkt daneben für den Stein. Dann von hier und da. Ja. Das ist eine Idee.
Hier bräuchte ich noch irgendwas anderes, vielleicht noch eine Schmiede oder sowas. Haben wir hier noch. Town. Leute, wir können eine Library bauen. Endlich. Da freuen sich die Leute. Noch ein Charcoal Ding. Was hier los? Charge all Libraries. Ja, ich bin dabei, Library zu bauen. Ruhig dich mal, Freund. Sind zwei von den großen Häusern rein. Hier kann ein großes hin, da ein kleines. Und 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Und dann machen wir hier gleich noch eine Library hin. Hier machen wir eine Taverne hin. Hier machen wir eine Taverne hin. Forst alles. Kann ich sogar längst da hinbauen. Nee. Was hiermit? Freunde. Nahrung. Das ist, ja, hier kommt gleich noch was zu. 429 Holz. Alles easy. 151 Leute können wir aufnehmen. 130 haben wir. Was ist denn eigentlich mit der Library? Mit der Church? Ach, die kostet 85 Steine. Ich hasse Gewitter. Gewitter ist richtig kacke in diesem Spiel. Das kann auch einfach mal direkt einen Waldbrand anzünden. So, es ist halt voll. Schäl irgendwie, ist halt voll blöd. Blöd, blöd, blöd. Blöd trifft es gut. Keine eilen, Leute. Naja, baut immer fleißig Straßen, alles gut. Wehe dem, hier fackelt gleich irgendwas, ey. Dann werd ich böse. Jetzt auch vorwärts. Gut, nichts passiert. Ich baue, wenn ich hier eine Straße baue, hier haben wir noch eine Library hin. Das mache ich, kann ich gar nicht sehen. Geht das? Wird das gehen? Oder halt den Stein weg und da einer hin. Ja, den Stein weg und da einer hin. Dann gehe ich nur von hier an die Mine. Später, wenn ich Eisen brauche, und dann brauche ich kein Eisen. Das ist easy. Erstmal mache ich jetzt etwas, und zwar mache ich jetzt hier den Weg ran, damit die Charcoal-Leute besser an Holz kommen. Ich habe viel zu viele Baustellen gerade. Viel zu viele Baustellen. Die muss aber als erstes fertig werden.
Und, jawohl, Complete Removal. Industry Query Randa. Wegmachen. Bevor ich hier jetzt noch irgendwas anderes tue, erstmal noch ein Hospital. Das ist auch lebenswichtig, Leute. Hospital ist lebenswichtig. Weil es kann einfach sein, dass eure Leute krank werden. Wenn ihr kein Hospital habt, dann sterben die einfach alle. Dann verrecken die einfach elendig. Da stehe ich es aber nicht hin. Ich möchte das Namen meinen Leuten haben. Nix, ich brauche Stein. Ich muss erst Stein haben. Dann kann der ganz andere Rest kommen. Dafür sind die nicht mehr am Wasser verbunden, deswegen kommt hier erstmal ein Brunnen hin. Nein, der war kacke, der kommt nicht da hin. Hier ist die Straße der schönen Häuser. Deswegen kommt der Brunnen hier hin. Nein, das ist ja auch kacke, Mann. Mann, was soll denn das jetzt hier? Der Brunnen kommt. Hier kommt der Brunnen. Oh, keine 30 Stein für eine Library. Schade. Upsala. Ach, Leute. Ist ja wohl zum Mäusemelken hier. Nicht voll besetzt. Ja, we need church or libraries, ich weiß. Kann ich auch nichts gegen tun, Freunde. Ja, kann ich wohl. Ach Scheiße. Verdammt. Abwarten. Telefon ungünstig. Kurzer Cut, Freunde. Kurzer Cut. So, Freunde, da bin ich wieder. Kurzer Telefon-Cut hier. Ja. Das ist der. Das ist doof. Doof, wenn das passiert, aber man kann sich ändern. Irgendwie muss man ja sein Privatleben vernünftig führen und sowas alles, ne? Also, wo waren wir stehen geblieben? Hier, Hospital und so, alles gut. Okay, ja, da baue ich gleich eine Taverne hin. Das ist echt irgendwie voll öde und kacke da, aber da baue ich gleich eine Taverne hin. Ja, haben Charcoal, nice. Die sind auch zufrieden, haben nur kein Charcoal.
Noch. Ui. Nicht schön, nicht schön, Freunde, nicht schön. Könnt ihr jetzt mal diesen blöden Baum da weghacken, Alter? Ist ja nicht zu fassen. Wir haben zu wenig Leute. 21 Leute müssen hier noch hinkommen. Sind wir gut dabei. Was ist hier aus? Okay. Wir haben schon mal 13 Tools. Nice. Wo müssen wir denn gleich noch einen wegmachen? Den müssen wir gleich noch wegmachen, wegen der Library. Können wir schon mal einen hinstellen. Muss alles nach und nach jetzt hier fertig werden. Da brennt's. Nein, da brennt's. Nein, warum brennt es da? Macht was. Tut was dagegen, Leute. Tut was dagegen. Löscht die Flammen. Bitte. Da liegt Essen rum. Oh, und es ist aufs nächste Haus übergestiegen. Wir beobachten das jetzt hier ganz akribisch. Mit ihren Vierecken auf dem Kopf. Ja, Leute. Kings of Castle, Kingdoms and Castles ist ein Projekt von mir, was ich jetzt gestartet habe auf Toms Kanal. Es werden bestimmt noch einige Projekte kommen, worauf ihr euch freuen könnt. Unter anderem zum Beispiel Depth. DD geht bald weiter. Hoffentlich. Und ja, auf all sowas könnt ihr euch freuen, Leute. Dass es damit endlich mal wieder fortgesetzt wird, dass es damit weiterkommt. Und auf andere Solo-Projekte, die vielleicht von mir kommen, die vielleicht von Tom weiterkommen. Alles ist möglich. Vielleicht sogar noch mal ganz was anderes, womit noch keiner von euch gerechnet hat. Wer weiß. Teaser, Teaser! Nein, alles gut, mal ganz entspannt. Ich hatte nur Bock jetzt auf ein kleines Solo-Projekt und dachte mir, Kings and Castles ist ganz gut, cool dafür. Kann man mal machen. Und jetzt bin ich halt hier. Ja. Ich find's nice. Mir macht das Spiel echt Spaß. Also, wenn jetzt nicht gerade dir die halbe Bude abfackelt oder so, ist es eigentlich echt cool. Aber sonst. Ja, wir brauchen Stein. Wir brauchen die ganze Zeit Stein. Stein, 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 Stein. Ein Stein. Bauen wir jetzt mal Windmühlen? Nein, ich muss eigentlich Häuser bauen. Aber ich muss erst warten, bis sie das hier fertig haben. Uncool. Very uncool. Oder ich spare jetzt auf eine Kirche. Ist gar nicht mehr so viel Stein. Nein, ich brauche erst Leute, die die Kirche bauen. Deswegen machen wir jetzt mal einen Mourner hin. Und wenn der Mourner fertig ist, dann machen wir Schluss für diesen Part. Kann natürlich jetzt noch echt lange dauern. Okay, wir haben gerade keine Dorfbewohner dafür, keine Bauern. Ja, cool. Können die jetzt mal das blöde Stück da weghacken? Herrschaftszeit 1. Was wird denn gerade die ganze Zeit gebaut? Da wird was gebaut. Hier wird die ganze Zeit was gebaut. Da wird was gebaut. Da wird was gebaut. Okay. Sagen wir bis, ja, ich setze mir nicht keine Zeitbegrenzung. Ich gucke gleich einfach spontan, wenn wir Schluss machen. Wenn irgendein Gebäude fertig ist, wahrscheinlich. Macht am meisten Sinn, wa? Das Mauna wird doch gerade gebaut. Ja, Sire, the persons are unhappy, we need a church. Ja, die sind doch alle hier. Die sind im Reich. Haben wir noch irgendwo bleibt? Nein. Okay, alles klar. Nichts gesagt. Nix gesagt. Wir kriegen langsam Stein, Leute. Wir kriegen Stein. Ist das geil.
Können wir schon wieder eine neue, ja, wir können schon wieder eine neue Library bauen, nice. Also gerade läuft's echt gut. Also finde ich echt mega nice. Läuft echt super. Guck mal, das können wir jetzt auch schon abreißen. Zack, weg damit. Library hin. Drehen, wie sie richtig steht. So, zack, Library hin. Dorfbewohner nicht mal wieder glücklich werden hier. Können die jetzt mal endlich den Baum da weghacken? Danke. Ich würde sagen, wenn diese Bücherei fertig ist, dann machen wir Schluss für den Part. Ziel fürs nächste Part. Alter Mann, was ist denn los mit mir, ey? Ich sollte mir mal eine Tüte Deutsch kaufen. Ziel für den nächsten Part wird es sein, hier Taverne, ein paar Häuserchen noch, je nachdem wie viel wir schaffen, die Kirche und hier eine Taverne, dass die Leute auch glücklich schön trinken und feiern können. Und hier eine Straße. Ich glaube, ich kann jetzt schon eine Straße hinsetzen. Kann ich eine Straße hinsetzen? Nice! Okay, Straße hin. Okay. Das wird das für nächste Part sein, dass wir hier die Entwicklung von den Dorf einfach mal ein bisschen weitermachen, dass wir ein paar Menschen bekommen. Hier die Kirche, damit die Leute glücklich werden. Tavernen, damit die Leute sich betrinken können. Und vielleicht endlich mal Mühlen für unsere Pläne hier. Ja. Das wird das Ziel für den nächsten Part sein. Und, ja. Ich bedanke mich dann jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt einen Kommi, wenn ihr Ideen habt, wie ich noch was bauen könnte. Oder wo ich noch was hinbauen könnte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, euer Patty. Haut rein!